So, den Dietrich verwenden. Tor öffnet sich. So, jetzt können wir ihm sagen, das Tor ist offen. Was gibt es? Ihr wart Ausbilder? Ja. Ihr seht kräftig genug aus. Tack und Kalitz sind fort. Also gut. Trefft mich in der Arena. Dann könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Gut, jetzt ist Gladiatorentraining wahrscheinlich aktualisiert. Ja. Das Anfängertraining kann ab Stufe 32 beginnen. Ab Stufe 36 wird es übersprungen. Okay. Hey, Ifrit, die kennen wir ja auch. Hereinspaziert, hereinspaziert. Willkommen im großen Zirkus von Empyria. Hier erleben Sie alle Wunder der Welt. Heldenhafte Gladiatoren und finstere Bestien aus allen Winkeln Eos. Erleben Sie Kitar-Krieger aus Urgat oder den wundervollen Irfit, der sich für euch verwandelt. All das für nur ein paar Silber. Leider ist zurzeit keine Vorstellung, aber behalten Sie uns im Auge. Bald wird der Zirkus wieder eröffnen. Warum habt ihr Uzarkan entlassen? Dieser infame Kerl vergreift sich an meiner Tochter. Habt ihr es denn gesehen? Nein, aber die beiden Wachleute, Tack und Kalet, haben es mir in allen Einzelheiten erzählt, dieser Unhold. Habt ihr denn eure Tochter dazu befragt? Ich will doch ihr zartes Wesen nicht noch mehr belasten. Sie sollte nicht daran erinnert werden. Glaubt ihr wirklich, dass Uzarkan so etwas tun würde? Nun, eigentlich nein. Aber mein Entschluss steht fest. Ich habe ihn entlassen und dabei bleibt es auch. Ich kann doch nicht wankelmütig sein. Das ist ja unerhört. Wie kommt ihr dazu, in meinem eigenen Zirkus Bedingungen zu stellen? Warum ist der Zirkus geschlossen? Ach, das ist nur ein momentanes Unglück, mein Freund. Eine kurze Verzögerung, weiter nichts. Nun, zugegeben, der Kaiser hat nicht allzu viel Interesse an unseren Lustbarkeiten und hat leider die Unterstützung des Palastes für den Zirkus untersagt. Wir sind also etwas in Geldnot, wenn ihr versteht. Und die letzte Gladiatorenvorstellung ist etwas, nun ja, außer Rand und Band geraten, wenn ihr versteht. Aber wie gesagt, nur ein kleines Missgeschick. In wenigen Wochen werden wir bestimmt wieder Vorstellungen geben. Hoffe ich. Ach, wäre nur die gütige Kaiserin Kaira noch am Leben. Sie hat uns stets unterstützt. Okay. Er hat nur Zeug zu erzählen. Da kommen wir eh nicht weiter. Oh, hier ist die Bank, in die wir ja nicht mehr reinkommen. Und noch auf Titanen davor stehen. Schau an, ein Runenkrieger. Und wenn schon, lasst mich durch. Wir haben Befehl, euch nicht in die oberen Stadtbereiche zu lassen. Die Geier wissen, wie ihr es bis hierher geschafft habt. Scheinbar seid ihr nicht ungeschickt. Was führt ihr im Schilde, Wachmann? Sagen wir mal, ich hatte etwas Pech. Meine Champions haben in der Arena immer verloren. Und jetzt schulde ich meinem Bruder eine Menge Gold. Ihr wollt also Geld von mir? Nein, nein, so einfach ist es nicht. Ich habe mein Gesicht verloren. Ich brauche einen Champion, der für mich gewinnt. Das ist es. Ein Sieg, das stellt mein Ansehen und meinen Geldbeutel wieder her. Ich soll also in der Arena für euch antreten, dann lasst ihr mich durch das Tor. Ihr sollt in der Arena für mich siegen, Freund. Als Runenkrieger sollte das doch ein leichtes sein. Geht zu meinem Bruder, er steht Wache in der Arena. Sagt ihm, ihr werdet Jarods Champion. Seid ihr siegreich, wird euch mein Bruder meinen Schuldschein geben. Bringt den zu mir hierher, er soll mir als Beweis genügen. Gut. Okay. Oh, da ist übrigens eine Truhe.
Dann müssen wir wahrscheinlich hier oben an dem Ifrit-Gehege vorbei. Oder? Ja. Was ist da drin? Oh, eine Magierhaube, ein Urholz. Siegel des Kaisers. Naja, nicht ganz so besonders toll. Also auf den zweiten Blick. Aber ja, wir mussten die beiden Typen da verdreschen. Weil sonst wären wir wahrscheinlich niemals in die Arena gekommen. Denke ich jedenfalls mal. So, dann gucken wir uns mal die Bank an. Willkommen in unserer Bank. Ich bin Brynjolf und ich kümmere mich hier um Edelmetalle aller Art. Ihr seht erschöpft aus. Wahrscheinlich, weil ihr zahllose Goldstücke in euren Taschen mit euch herumschleppt. Das muss nicht sein. Kauft einige unserer guten Adamantinum-Barren. Sie sind viel leichter als euer Gold und ihr könnt beim Verkauf einen Gewinn herausschlagen, wenn ihr Glück habt. Wie schaut es aus? Wagt ihr es? Der Preis für einen Adamantinum-Barren liegt im Moment bei 330 Gold. Okay. Also können wir hier an die Börse gehen. Willkommen in der Kaiserlichen Bank von Empyria, der neuesten und fortschrittlichsten Einrichtung dieser Stadt. Kann ich euch vielleicht für einen kaiserlichen Schatzbrief interessieren? Jeder, der etwas auf sich hält, hat einen. Was sind Schatzbriefe? Schatzbriefe sind Wertpapiere. Das bedeutet, ihr kauft einen und leiht damit dem kaiserlichen Hof euer Geld. Um einen Schatzbrief zu erwerben, zahlt ihr einmalig 5000 Goldstücke. Wenn ihr ihn dann wieder einlöst, bekommt ihr zusätzlich zu diesem Wert Zinsen. Der Zinssatz steigt dabei treppenförmig an. Je länger ihr ihn nicht zurückgebt, desto höher der Zins. Okay, 5000 Gold haben wir jedoch nicht. Und ja, ich kann Adamantium-Barren, ich könnte den verkaufen. So, dann gehen wir mal hier rein. Und absolvieren mal das erste Training. Die Regeln sind wie folgt. Wir kämpfen, jedes Mittel ist erlaubt. Die Lektion dauert so lange, bis ich den Kampf unterbreche. Ihr wisst, dass ich ein Runenkrieger bin? Ja. Und deswegen werde ich keine Gnade zeigen. Ganz gleich, wie oft ihr wiederkehrt. Lasst uns anfangen. Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Okay, mal gucken. Verteidigt euch! Also Berserkern ist erlaubt. Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Achtung! Gut für heute. Das soll erst einmal genug sein. Nicht übel für den Anfang. Ihr müsst mehr auf eure Flanke achten und eure Angriffe besser abstimmen. Übt noch etwas. Dann können wir eine zweite Lektion beginnen. Danke, Uzakan. So, Erfahrungspunkte. Und Stufe 33. Das heißt, wir können mal so machen. Noch können wir das hier weiter boosten. Okay.
Ich packe jetzt mal in Stärke, Wendigkeit und Charisma jeweils. 5 Punkte. Da gehen 5 in Geschicklichkeit und so weiter. Also jetzt tue ich ein bisschen genauer skillen und nicht mehr immer 5 Punkte jeweils einen Punkt verteilen. So, Bostos, gib mir mal deinen Champion. Kein Kampf heute. Verdammt schade. Vielleicht doch. Ich bin hier, um als Champion eures Bruders anzutreten. Hat er wieder jemanden beschwatzt? Glaubt mir, es will keiner für ihn kämpfen. Er kann nämlich nicht bezahlen. Hört ihr nicht, was ich sage? Er hat kein Gold, kein Stück. Ihr werdet nicht mal einen Kupfer bekommen. Das lasst nur meine Sorge sein. Ich soll seinen Schuldschein mitbringen, nachdem ich eure Kämpfer geschlagen habe. Also gut, gut, gut. Wir werden ja sehen. Wie sieht es aus? Wollt ihr kämpfen? Ja, ich trete an. Gut, stellt euch in die Mitte des Sterns auf dem Arenaplatz. Dann werde ich den Kampf beginnen lassen. Wenn ihr wirklich siegt, dann könnt ihr euch bei mir den Schuldschein abholen. Aber ich denke, ihr werdet gleich in eurem Blut da niederliegen. Ja, der merkt nicht, dass ich ein Runenkrieger bin. Außer er schickt mir jetzt gleich eine Armee entgegen. Zurück mit euch! Achtung! So, den Heiler ausschalten, da ist der Schwertkämpfer kein Problem. Der Speerkämpfer kein Problem. Auch noch Kita. Verteidigt euch! Kein Wunder, dass da niemand gewonnen hat. Normale Menschen werden von dem vielleicht wahrscheinlich jetzt zerfetzt. So, tot. Die Ahnen mögen euch verfluchen. Das waren meine besten Kämpfer. Nicht gut genug. Jetzt gebt mir den Schuldschein. Bei den tanzenden Sandteufeln. Dann nehmt ihn. Nun ist euer Bruder wohl endlich frei von euch. Lebt wohl. Gut, den Schuldschein haben wir. Ja, da ist er. So, dann geben wir ihm den Schuldschein. So, da müssen wir doch gucken, wie wir an den beiden, also durch die beiden Tore kommen jeweils. Nun, wie steht es in der Arena? So sprecht schon. Ich habe als euer Champion gesiegt. Hier ist euer Schuldschein. Gute Arbeit, Runenkrieger. Nun huscht nur rasch durch das Tor, nicht dass mein Sergeant uns bei dem Handel hier erspäht. Öffnet das Tor! Gut. Hat er uns auch etwas Erfahrungspunkte gebracht? So. Was gibt's denn zu grinsen? Warst du wieder bei Borons Frau? Allerdings. Hübsch, feurig, die kleine Sarah. Sei vorsichtig, dass Boron nichts merkt. Der ist stark wie ein Ochse. Oder eher dumm wie ein Ochse. Er glaubt, sie wäre Armeen, der Einfallspinsel. Okay, ich muss einen Boron finden. Ja, sucht Boron, den betrogenen Ehemann, und bringt ihm die Kunde. Eine der Wachleute hatte ein Schieferstündchen mit der Frau des Arbeiters Boron. Die Wachen verachten Boron, scheinen aber Respekt vor seiner Stärke zu haben. Wenn ihr Boron die Nachricht bringt, wird er den Übeltäter vielleicht zurechtstutzen.